Mal dann, ne? Lass mal alle Gedanken vorbeiziehen. Alle inneren Bilder. Da geht jetzt gar nichts vorbei bei mir. Keine Bilder, keine Gedanken. Alle Gefühle. Befürchtungen. Und alle Dinge, die in dir wirken und die du gar nicht kennst. Mach deine Augen wieder auf. Jetzt kommt die berühmte Frage, was ist dein Begehren? Mein Begehren. Hast du deinen Zettel bei dir? Ich habe alles im Kopf. Nee. Okay. Wir wissen ja, warum wir das machen, ne? Okay. Achso, ja, vielleicht hätte ich noch irgendwas, aber ich habe jetzt mittlerweile alles im Kopf. Okay. Müdigkeit, Nervosität. Achso. Hast du noch keine Wissen? Worum es geht. Du suchst mir eine Person für dich. Für mich. Genau. Mhm. Wie das geht, weißt du noch? Das ist schon so lange her. Okay, du gehst hin und einer von diesen Personen fragst du, möchtest du mich vertreten? Mhm. Und wenn du Glück hast, wird die ja sagen, da wo ich davon ausgehe. Dann suchst du mir die zweite Person, dann fragst du, möchtest du mein Begehren vertreten? Dann schaust du diese Person an und dann liest du dein Begehren lautlos vor. In Gedanken. Genau. Gut. Jetzt fängst du erstmal an mit deinem Vertreter. Ja. Ich stelle mich dann im Raum, so kurz die Augen und konzentriere mich darauf. Und dann gehe ich automatisch irgendwo hin. So war das dann. Genau. Und dann werde ich das jetzt mal machen. Möchtest du mich vertreten? Ja. Gut. Und nun suchst du die Vertretung für dein Begehren.
möchtest du mein Begehren vertreten? Ja. Nun erzählst du es lautlos. Du schaust du Gunda an und machst du es, hast du den Kopf, ja, ne? Ja, ja. Und lautlos nochmal erzählen, okay? Lautlos. Weißt du noch, wie das geht mit dem Aufstellen? Ja, ne? Die Hände auf die Schulter und dann irgendwo im Raum platzieren. Ja, also sie steht auf, ich die Hände auf die Schulter. Genau. Kannst du die gewinnen? Ja, klar. Hände auf die Schulter. So. Ich mache einfach einen Schubs dazu. So, das ist schon gut. Jetzt setze ich eben kurz hin, wollen wir eben gucken, dass sie ankommt. Nimm einfach irgendwo Platz, wo du möchtest, wo ein Stuhl frei ist. Ja, also. Dann gib mir dahin jetzt, wo ich gucken kann, ne? Das wäre dann anders. Gib mal dahin. Ja. Ich stelle mal deine Vertretung dabei. Mario. So ist gut. Gut. Du suchst dir einen schönen Platz aus. Ja, so. Wie geht es Gunda? Mir geht's gut. Was heißt das? Ich schaue da sehr abwertend hin. Also da Mitleidstour und ich weiß nicht. Wie geht es Mario? Also eine innerliche Steifigkeit irgendwie. Also ich mag eine was innere? Steifigkeit. Mhm. Ich mag mich nicht bewegen. Das ist so, ich möchte nur meine Augen schließen, aber irgendwie geht das auch nicht. Das ist irgendwie immer so ein Wechsel. Aber das ist wohl da, aber das ist im Moment gar nicht wichtig.
schöne Frage. Wie wir uns bewegen? Moment, ich muss das Buch nehmen. Wie geht es Mario? Also, ich muss immer gehen, aber ich unterdrücke das. Also, es soll man nicht sehen. Und ich habe so das Gefühl, ich bin gerade ein bisschen mehr in Schwanken gekommen. In Spannung? In Schwanken. In Schwanken, okay. Wo schwankst du denn hin? Also, diese Seite, die steht nicht. Diese ist fest, diese nicht. Und dieses schon mehr hin und her. Die rechte Seite. Jasmin, setz dich ganz kurz eben hin. Ist besser. Okay. Also bin ich auch mehr da. Bist du mehr da? Mhm. Okay, ich setze dich bitte hin. Ist so besser? Was möchte die Gunda? Gunda? Ich möchte mich umdrehen zu Jasmin. Hm? Wie geht's dir überhaupt? Wie ich so gucke? Mir geht's gut. Ich habe aber so ein bisschen den Blick zu Marion jetzt weg und dieses von oben herab ist so ein bisschen weg. Okay, ihr dürft euch bewegen. So ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, ich bin nicht so richtig da. Mhm. Ich stehe nicht so fest. Und ich habe das Gefühl, ich stehe über ihr. Über ihr? Mhm. Interessant, was man so erleben kann. Wie geht es Mario? Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie immer dieses unterdrückte Gehen und ich möchte lieber die Augen zumachen, aber ich möchte es auch gerne mitkriegen. Jasmin hat schon. Wie geht's dir damit? Ja, da muss ich jetzt gerade aufpassen. Wieso musst du aufpassen? Weiß ich nicht. Seitdem Maria nicht den Blick zu ihr hat, da weiß ich, da muss ich irgendwie aufpassen. Und da bin ich schon mal ganz bestätigt. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Wenn ich merke, wenn Mario die Augen zu hat, dann muss ich nicht so aufpassen. Das ist, dann kann ich Siegfried anschauen. Aber sobald sie da hinschaut, dann muss ich aufpassen. Also das merke ich ganz extrem. Aber sie hat ja die Augen wieder zu, dann ist alles. Ach so. Das kennen wir irgendwoher, ne? Wir gucken, ne? Genau. Das hat Mario. Hallo, Robert. Hallo. Hat sich was verändert? Ja.
Seit Gabriele drin ist? Ja. Was denn? Ich will nicht mehr gucken. Da habe ich die Augen zugemacht. Was heißt das, ich will nicht mehr gucken? Oh, ich weiß nicht, ich will da nicht mehr hingucken, ich muss meine Augen zu haben. Wie geht es, Jasmin? Ich fühle mich so übermächtig, weiß ich auch nicht. Okay. So, also, was heißt übermächtig? So. Größer? Ja. Größer. Wie geht es, Gabriele? Ich stehe hier und verstehe nicht die Reaktion von ihr. Kannst du jetzt Miriam schauen? Ja. Wie geht's dir mit ihr? Gut. Gut. Wie geht es Gunther? Gut. Könntest du mal ganz kurz Jasmin anschauen? Mit geöffneten Augen? Ach so, das, was du da gestanden hast. Ich weiß. Aber ich muss hier sehen, dann sehe ich alles, ne? Ich sehe ja nur. Kannst du da hinschauen? Einen blöden Satz. Könntest du dir sagen, ich folge dir? Ich folge dir. Wie geht's dir damit? Wir können es auch noch ein bisschen schöner machen. Immer, ich folge dir. Ich folge dir. In den Tod. Ich folge dir in den Tod. Wie geht's dir damit? Ich habe das Gefühl, ich muss mir den Mund zuhalten, dass ich das nicht sagen darf. Okay. Dass ich das nicht sagen darf. Das ist mein Schwerpunkt, ne? Wie geht's eigentlich, Jasmin? Ich bin ganz zufrieden. Du bist ganz? Zufrieden. Zufrieden? Was heißt das? Hat sich was mehr verändert? Ich fühle mich so im Reinen irgendwie mit mir. Das ist schon mal gut. Könntest du zu mir sagen, du brauchst mir nicht folgen? Mhm. Tu mal. Du brauchst mir nicht folgen. Es ist mein Weg. Es ist mein Weg. Wie geht's eigentlich Gunther? Ich bin trauriger geworden. Nachdem Marion die Sätze gesagt hat. Mhm. Ich habe gerade noch so einen blöden Satz im Kopf. Könntest du Jasmin angucken? Und könntest du sagen, und noch einen geliebten Menschen zu verlieren, ist schon grausam. Denken darf ich das nicht, ne? Nö, sag es mal. Und noch einen geliebten Menschen zu verlieren, ist grausam.
kann mir ganz schlecht die Augen lassen. Ich muss immer wieder nach unten. Mhm. Könntest du einmal Gabriele anschauen? Mhm. Das ist doof. Wieso? Das ist ganz doof. Deswegen habe ich ja schon die Hand hier, dass ich das nicht sehe. Sigrid, setz dich mal da in die Ecke, dann siehst du ein bisschen mehr. Machst du das eben auf Flugmodus eben? Ja. Mein Handy? Dass du siehst, hier die Augen zu. Ich erzähle dir gleich, wer sie ist. Wer sie ist. Wie geht's eigentlich runter? Ja, wie gesagt, ich bin einfach trauriger geworden. Ich bin ja bei mir jetzt und... Könntest du auch jetzt ein bisschen gehen? Mhm. Tu mal. Könntest du viel verneigen? Ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir die Ehre. Und achte dich. Und achte dich. Und achte dein Schicksal. Und achte dein Schicksal. Und achte dein schweres Schicksal. Und achte dein schweres Schicksal. Mein Onkel. Das ist mein Onkel. Ja. Wie geht es dir? Ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass wenn das Herz ein bisschen eingeengt wird, ich kann ganz schlecht den Blick oben halten. Wie geht es Gunda? Ich bin gerade gar nicht mehr richtig da. Was heißt das? Weiß ich nicht, ich gehöre da gar nicht hin. Das ist so, ich bin total traurig und ich kann Marion auch nicht mehr angucken, nur noch die Füße da unten. Weiß ich nicht. Gut, ganz komisch. Wie geht es das nun? Ich habe das Bedürfnis, sie zu umarmen. Tu mal. Kannst du zulassen? Tu mal. Hier ist Gabriele. Ich stehe da. Okay. Berührt mich nicht. Gut. Wie geht's Mario? Ich weiß nicht, irgendwie ist das so leer. Wie geht es, Jasmin? Ich fühle mich wohl. Gut.
Könnte man jemand mal eben angucken gehen? Was hast du gerade gemacht? Ich habe den Blick ganz abgewandt von Marion. Und dann? Und dann so eine kleine Bewegung. Da hinten gegangen, ne? Zusammen, lieber Onkel. Lieber Onkel. Ich gebe dir deine Verantwortung wieder. Ich gebe dir deine Verantwortung wieder. Dass du in deinem jetzigen Leben, wo du dich befindest, im Himmel, deine Verantwortung wieder hast. Und ich halte meine. Wie geht es dir? Es geht. Meinst du, es geht? Ja, ich habe so leicht, wie sie gesprochen hat, Mario gesprochen hat, mir hier die Seite ein bisschen wehgetan. Und es hat leichtes Ziehen hier hinten im Rücken nochmal. Ja, das ist schon wieder weg. Du hast vorhin ja gesagt, ich habe nichts zu tun. So. Ja. Hast du irgendwas? Ja, ne? Richtig. Und was macht gerade unsere Gründer? Ich muss die Hecke da draußen uns angucken. Ja, dann nächste Woche kommen und schälen. Ja, das habe ich mir gerade so gedacht und das wollte ich mir auch angucken. Ja, okay. Und sonst? Sonst geht's mir gut. Hat sich was verändert? Ja. Was denn? Die Traurigkeit ist weggegangen und mich interessiert das da nicht mehr. Okay. Jedes Mal, ja? Ich habe irgendwie so eine gewisse Unsicherheit. So. Ich weiß auch nicht, ich möchte jetzt auch nicht gerade weg. Kannst du Jasmin anschauen? Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass du ihr jetzt besser anschauen kannst als vorhin? Ein bisschen besser, ja. Mhm. Also das konnte ich besser angucken. Mhm. Schau mal, Jasmina. Sag mal, jetzt bleibe ich. Und mach mein Ding. Ich habe das Gefühl, ich unterdrücke mich total. Du unterdrückst dich? Ja. Das ist so. Natürlich, danke dir. Danke dir. Dass du mir helfen wolltest. Aber dieses? Ist meins. Und das kann nur ich machen. Du darfst bleiben. Und ich würde mich freuen. Wenn du bleiben würdest. Es würde mich sogar freuen. Wenn du es richtig krachen lassen würdest. Das meins. Nicht umsonst gewesen ist. Geht es dir damit? Wie geht es mit Mario? Ich habe hier so einen Druck. Leichten Druck. Ich auch. Aber zu ihr, Ich habe das Gefühl. Oder ich meine. Ich bin für alles verantwortlich. Was auf der Welt geschieht. Und das?
Und das? Ist ein Irrglaube von mir. Das ist ein Irrglaube von mir. Lieber Onkel. Lieber Onkel. Ich lasse dich frei. Ich lasse dich frei. Und einen Platz. Und einen Platz. In meinem Herzen wirst du bekommen. In meinem Herzen wirst du bekommen. Ich werde auch die anderen. Ich werde auch die anderen. Freilassen. Freilassen. Aus meinem Herzen. Aus meinem Herzen. Dass nur ich Platz habe. Dass nur ich Platz habe. Für mich. Für mich. Und die anderen dürfen sein. Und die anderen dürfen sein. Wie geht es, Mario? Besser, leichter. Ja. Bisschen beweglicher. Schön. Dann muss ich eben gucken. Was macht denn so unsere Wunder? Gut. Klappen und getrennt steuern. Haben wir jetzt Hörkappen oder? Mir ist das zu kalt. Komm rein. Das können wir ändern. Das können wir ändern, wir können mal keine Hörkappen machen. Ja. Mach dir mal so 1,5 mehr oder so. Wie geht es dir? Kannst du Gabriele anschauen? Ich wollte, bevor ihr beide rausgegangen seid, sowieso nicht da hinkommen, um in den Raum reinzuschauen. Oder so. Geht nicht. Bitte? Du stehst da. Okay. Wie geht es dir? Ich habe Schmerzen. Schmerzen? Okay. Schau mal in Gabriele an. Wenn ich da stehen darf, ja. Ja, ich darf stehen.
will was gucken. Wie geht's, Gunther? Gut. Schön. Wie geht's, Marion? Also mit Gabriele geht's mir schon wesentlich besser. Also ich kann den Blick halten, ich brauche mir ja nicht mehr die Augen zu halten. Also da würde ich sagen, es hat sich 100 Grad gedreht. Okay. Hast du noch so viel Nähe, oder? Also jetzt diese Situation, das macht mich wieder ein bisschen neugierig. Ja. Okay. Schau mal, Gabriela. Wie geht's dir damit? Oh, mein Bauch zieht sich gerade zusammen. Also das ist hier ganz doll zu spüren. Kannst du schön näher kommen? Tu mal. Wie geht's, Mario? Ich werde innerlich irgendwie stabiler. Mhm. Ich fühle mich auch ein bisschen größer als vorher. Stärker, mutiger. Okay, mutig haben wir schon ein paar Mal gehört. Das werden wir nochmal aufgreifen. Okay. Na, mein lieber Otto. Lieber Otto. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dass du vor dem Auto gelaufen bist. Dass du vor das Auto gelaufen bist. So ein Tod. So ein Tod. Hätte ich dir niemals gewünscht. Hätte ich dir niemals gewünscht. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Gebe ich dir deine Verantwortung wieder zurück. Deine Verantwortung wieder zurück. Die ich mir von dir genommen habe. Die ich mir von dir genommen habe. Als Ehefrau. Als Ehefrau. Und als geschiedene Frau. Und als geschiedene Frau. Ich gebe dir alles wieder zurück. Ich gebe dir alles wieder zurück. Und sage Danke. Sage Danke. Für das, was wir beide zusammen geschaffen haben. Für das, was wir beide zusammen geschaffen haben. Aber ab jetzt und nun. Aber ab jetzt und nun. Mache ich mein Leben. Mache ich mein Leben. Meistere ich mein Leben. Meistere ich mein Leben. Ein Platz. Ein Platz. In meinem Herzen. In meinem Herzen. Bist du für die Ewigkeit behalten. Bist du für die Ewigkeit behalten.
irgendwie eine Möglichkeit oder eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Okay. Ja. Wie geht es dir? Gut. Hat sich was verändert? Ja, ich möchte da hin. Na, probier's. Aber ich schaffe das nicht. Ne? Kann man nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, der gute Kopf durchpasst, passt auf der Rest. Okay. Komm, ich bleib dann lieber. Wie geht es dir? Gut. Hat sich was verändert? Ja. Was denn? Dass ich da nichts mehr mit zu tun habe. Ist das nicht schön? Wie geht es, Mario? Gut. Also diese innerliche Verspanntheit ist jedenfalls nicht da. Das hat sich gelöst. Du siehst ja viel klarer aus. Mhm. Könnt ihr ihn annehmen? Ich sehe auch viel klarer. Mhm. Könnt ihr ihn annehmen? Mhm. Tu mal. Ja. Wie geht's, Mario? Gut. Schön. Wie geht es? Gabriel? Ja. Der Ärmste. Vom Auto gelaufen. Ja. Der Grausam sein. Der LKW. Der LKW. Also, okay. Die kleinen Dinge, die nutzt er nicht, ne? Die großen. Ne? Wie geht es dir? Gut. Wie geht es Jasmin? Ich bin zufrieden. Und ich bin raus. Raus. Ich bin raus. Herzlich sein Glück. Schau mich an. Schau mich an. Nur noch. Jasmin. Nur noch. Jasmin. Nur noch. Wie geht es dir? Mir geht's aber gut. Ich aber das läuft nicht. Okay, wie geht es dir? Besser versucht. Wesentlich besser, sieht auch gut aus. Ja, ne? Ja. Wie die Füge ist in Hause lassen. Ich bin auch nicht für sie. Und hier lassen wir es so stehen, okay? Und jetzt, was ich zuvor gesagt habe, mit dem zweiten Wunsch von mir. Deine Seele soll es machen, nicht darüber nachdenken. Jetzt machst du ganz normal weiter wie eh und je. Okay? Und nicht überlegen. Du gehst nur dem nach, was du machen würdest. Komm mal her. Nehmen wir mal einen an. Guck mal. Siehst du noch von vorhin und jetzt? Ist eine ganz andere Person geworden, ne? Ich habe vorher nicht in die Augen geschaut. Ich schon, aber nimm mal ihren Arm. Nimm das mit, was dir gehört. Schau mal, ja? Nur mal Gabriele, LKW bitte meiden, ne? Ja. Auf Züge und Bahnhöfe, ne? Alles. Okay. Von Seite einsteigen, ne? Ich gehe nicht. Okay, nur noch Gabriele. Nur noch Gabriele. Nur noch Gabriele. Ich danke dir. Nummer. Gunther. Nummer. Gunther. Der Vater. Gunther. Okay. Kleine Pause. Hast du ihn beobachtet zwischendurch? Ja.